wunderbaren Basketballnachmittag am Neujahrstag 2016. Jackson auf Foster, der im letzten Spiel gegen Röhne mit dem Buzzer fast den Dreier versenkt hat und damit Köln den 8. Sieg in dieser Saison bisher rettete. Etwas bevor der Trainer der Kölner Arne Woltmann immer wieder warnt, dass er sagt, wir spielen hier gegen Leute, die sind im Tabellenkeller, da musst du die Spannung halten und zwar ein ganzes Spiel lang, darfst dich zu keiner Minute und zu keiner Situation da irgendwie abmelden, ne? Und musst dranbleiben. Rebound Aaron Jones, den muss er da natürlich, da war er frei, da wurde er nicht attackiert, muss er mehr draus machen. Und wenn er reinmurmelt, aber dass der da fast wieder über den Ring kullert, da geht er. Harvey. Brandon, er ist der zweitbeste Stealer in der Pro A. Ein sehr flinker, ein sehr athletischer Point Guard. Alvin. Wow, und da holt er sich das erste Foul. Mit allem, was er hat, setzt er sich durch. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass du gerade in der Anfangszeit von so einem Spiel, dass du ein Zeichen setzt, dass du sagst, ich gehe hier mit allem, was ich habe, in die Zone. Alvin, 2,3 Meter groß, 100 Kilogramm schwer. Diesmal mit einer sehr, sehr guter Schütze auf. Fast 40% jenseits der Dreierlinie. Ansonsten mit einer relativ mäßigen Trefferquote. Von der Linie liegt er so bei 60%, etwas mehr. Aber fängt hier gut ein. Die ersten beiden macht er. Und kommt rein. Downs. Auf Foster, der Mann mit der modischen Frisur. Jones, auf Jackson, der postet da gut auf, setzt sich stark durch. Und das ist gut gemacht. Da hat er das Mismatch genutzt gegen Brandon, der 1,95 ist. Wobei die beiden sind gleich groß, fällt mir gerade auf. Aber der gute Kim Jackson wiegt doch einiges mehr mit seinen 111 Kilo. Harvin. Kicklo, der Dritte, auch ein Amerikaner, ein Reihen der Giants, Harvin. Oh, der ist zu frei, das ist einfach aus der Drehung, den Jumpshot. Keiner, der da an ihm klebt. Jackson, Downs. Pick and roll mit Jones. Der so athletisch ist, der Floater, der will reinkommen. Wie man es hier so gut springen kann mit seinen 2,4 Meter. Und dann auf der Gegenseite und da setzt er direkt ein Zeichen, das ist gut. Das ist etwas, wenn du jemanden faulst, dann auf jeden Fall so, dass er keine Punkte macht. Mike Fitzer hat uns geschrieben. Wir sind zwar Fechter-Fans, aber Köln muss das hier heute gewinnen. Viel Glück, guten Rutsch. Ja, das ist natürlich ein super Kommentar, ein super Tweet, denn dieses Muss ist genau das etwas, bevor Woltmann immer war, der gesagt hat, klar willst du das gewinnen gegen Leute, die unten im Tabellenkeller sind, aber das musst du natürlich auch erstmal schaffen. Du darfst den nie unterschätzen, den Gegner. Gerade jetzt auch ein Leverkusener Team, was viel getauscht hat, was mit vielen neuen Spielern hier auftritt, die auch kein Vergleich mehr zum Anfang der Saison sind, die jetzt deutlich besser spielen. Also Woltmann hat das seinen Jungs heute hier auf jeden Fall eingeschärft und hat sie vor dem Gegner gewarnt aus der Nachbarstadt, aus Leverkusen. Der Kapitän Tvioff an der Linie, 1 von 2. Downs. Einer der besten Assistgeber in der zweiten Bundesliga in der Pro A. Der vierte beste Assistgeber, 6,3 Assists im Schnitt. Einer der Spieler, der mit Druck wunderbar zurechtkommt. Und gerade in der Endphase von Spielen immer auf den Ball hat, weil er auch ein sehr sicherer Freiwurfschütze ist. Das ist Lennart Steffen, wieder Downs. Ei, mit Ansage, das kriegt wieder der Dritte. Gut aufgepasst, schön antizipiert. Jetzt geht's schnell. Und dann der Stil. Jetzt müsst ihr viel schnell machen. Das ist die Stärke der Kölner. Über Downs, der verzögert dann noch. Und wird abgeräumt. Eiskalt hier. Hoch, hallo, wach zum Neujahr. Tim van der Velde, lange verletzt. And one. Das ist Broadway and one. Das ist genau den Fehler ausgebügelt. Oh, aber der muss erstmal durchatmen. Der hat dann noch einen mitbekommen. Das hat er super ausgebügelt. Downs, der den Fastbreak nicht abschließen kann. Dann holt sich Tim van der Velde den Ball. Foul and one. Wichtig, um ins Spiel zu kommen. 6 zu 5 für die Kölner.
nächste Treiber für nichts, das ist Brandon auf Buschmann. Ein Punkt Vorsprung. Es ist die erwartete Intensität bei diesem Derby bislang. In den ersten Minuten des ersten Viertels hier wird sich nichts geschenkt. Beide Teams bislang hellwach. Und beide wollen dranbleiben, wollen hier zeigen, dass die Gegner aber auch keine zu keiner Zeit des Spiels zur Verschnaufpause geben. Das zeigt jetzt Pedro der Dritte. Amerikaner in Reihen der Leverkusener. Buschmann, ich muss er nehmen. Haben die Kölner Glück. Ja, es war in den Out. Jetzt geht's schnell. Jackson. Oh, schlampiger Pass. Das ist Foster. Brandon, was ist denn da? Da muss doch Foster von hinten kommen. Da joggt er neben mir. Das kann nicht sein. Mensch, da kommst du als Letzter und dann musst du da von hinten stören. Der Brandon, wenn der Sohn in deiner Nähe ist, den Point Guard. Weil da hat er geschlafen. Foster überhaupt jemand, der manchmal ein bisschen gedankenschneller sein könnte. Der schnellste in Reihen der Kölner. Downs. Ganz frei. Jackson auch kein begnadeter Dreierschütze, aber den macht er. Hier kommt er ganz gut rein. Lakeem Jackson, der viertbeste Rebounder in der Liga. Der ab und an nochmal den Dreier reinstreut. Rebound, das muss jetzt wieder schnell. Die Stärke der Kölner, das ist der Fastback. Downs. Entscheidet sich 1 gegen 3. Wieder Jackson, nimmt er nicht. Stattdessen Steffen. Wow, und jetzt Leonard Steffen für 3. 12 zu 5. 7 Punkte Vorsprung hier für die Kölner. Die größte bisher im Spiel. Nach 4 Minuten gespielt. Die ein bisschen besser ins Spiel kommen. Ein bisschen bissiger sind. Besser ausboxen. Oh, Alvin, der ist heute überall zu finden. In der Defensive als auch in der Offensive. Ein ganz, ganz physischer Spieler. Ist eher schnell mit seinen 2, 3 und 100 Kilo. Und auch jemand, mit dem man aufpassen muss, weil er von draußen den einen oder anderen gerne mal reinstreut. Stark gespielt. Jones. Ah, das muss er mehr machen. Jetzt geht's schnell. Buschmann. Aber der spazierte auch durch die Zone. Da ist keine Help-Defense. Niemand, der da stört. Niemand, der mal auf den Mann geht. Da muss Köln aufpassen. Das kostet dich Punkte. Stark gemacht von Lakeem Jackson. 1,95, 111 Kilo. So einen musst du erstmal zu stoppen kriegen. Wenn er sein Körpergewicht einsetzt, unglaublich. Ganz, ganz schwer zu spielen. Brandon mit dem Kopf durch die Wand, da hat er Glück. Kriegt nur der Dritte für 3. Oh, das Gerangel unter dem Korb, aber. Der Rebound in weißer Hand aus. Aufgepasst. Jones. Ja, Pick and Roll. Macht das alleine. Ah, das ist sehr stark. Money! David Downs, einer der wichtigsten Spieler bei den Rheinstars aus Köln. Auch einer der zuverlässigsten. Ja, jemand, der immer abliefert. Pick and Roll. Ui, da kommt direkt die Antwort. Das bei einer bisherigen Dreierstatistik von gerade mal über 20%. Das heißt, jeder Fünfte findet nur sein Ziel. Ist ihm egal, Winkick, du hast er wahrscheinlich ausgeschaltet. Und haut das Ding einfach rein. 16 zu 12. Minus 4 aus Sicht der Leverkusener. Nur 4 Minuten am ersten Viertel noch. Lennart Steffen. Harvey. Brandon, einer der vielseitigsten Spieler bei den Giants. Der Kapitän, 30-jährige Teehoff. Aber auch das ist halbherzig. Da musst du nach oben gehen mit mehr, mit was du hast. Das wollen. Downs.
Und der macht es richtig vor, da geht er zwar hart zu Boden, aber das ist genau in die Situation, sich nicht einschüchtern lassen. Das ist auch etwas, was der Coach Arne Woltmann vor dem Spiel gefordert hat. Wenn du zum Korb gehst, dann das Zeichen setzen, keine Angst haben vor der Defense, reingehen mit allem, was du hast, um hier wirklich mit breiter Brust aufzutreten. Und gerade auch bei Spielern, der jetzt auf das Feld kommt, Dennis Heinz war mit 2,16, sich hier auf keinen Fall den Schneid abkaufen zu lassen. 2,16, Dennis Heinz, mein die 22, 125 Kilogramm schwer. Wenn der vor dir steht, da denkst du, es ist jetzt schon wieder Nacht, aber es ist dann nur dieser imposante, dieser Riesenkörper. Bildet er aus. David Lamm, Spielerwechsel. Unglaublich konstant. Leon Beck zurück. Und nach langer Verletzungspause. Die letzten Spiele hat er ausgesetzt. Wegen eines Verletzung im Sprunggelenk ist Leon Beck wieder zurück. Der Point Guard, der kriegt wieder dritte. Der nimmt heute alles, was er in die Hände bekommt von draußen. Das ist ihm scheißegal, dass er so jedes fünfte Ding reinmacht. Das ist so ein zweiten Dreier, den er hier reinnimmt. Eiskalt. Der hat gut geschlafen ins neue Jahr. Der ist hier hellwach heute. Jackson. Versucht es alleine, hat keine Anschlussstation, aber ist eben jemand, da musst du auf jeden Fall helfen. Wenn so viel Masse auf dich zugeflogen kommt, muss die Help-Defense kommen. Haben die Leverkusen noch ein bisschen gestartet. 3 Minuten noch. Ah, das ist zu einfach. Und das sieht auch der Coach der Kölner so, dass hier einer der neuen Spieler, Kämpfer, der ist 2 Spiele für die Leverkusener gemacht hat, hier einfach so durchspaziert. Ein sehr physisch, ein sehr schneller Spieler. Oh, Jackson. Jetzt packt er den Zauberhut aus. So. Trickshot. Nicht schlecht. Tito Hamlin. Wieder Kämpfer. Nein, in Out haben die Kölner Glück, aber sie boxen aus. Sind da. In der Defense sind sie konsequenter als die Leverkusener. Lassen nicht ganz so viel zu. Das eine oder andere ausboxen ist da. Und holen bislang viele, viele Rebounds in der Defensive. Weg. Foster. Jemand bei dem ungefähr. Foster mit einer Dreiertrefferquote von über 30%. Du kannst davon ausgehen, in der Regel, die ersten 2 im Spiel haut er daneben und der dritte, der sitzt dann aber und er hat auch das Selbstbewusstsein, er weiß das. Er nimmt auf jeden Fall 3 Dreier und auch wenn der dritte dann erst nicht fällt, dann wird er langsam etwas zurückhaltender. Ja, der Oldie, derjenige mit der Meistererfahrung im Team der Kölner, der ist auf dem Feld. Bernd Kuhl, 39 Jahre alt, aber er kann noch einmal rumhüpfen wie jemand, der Anfang 30 ist. Das darfst du nicht machen. Das ist gut gemacht von Kämpfer, der hier das Foul annimmt und noch End One holt. Wenn du faulst, dann auf jeden Fall so, dass keine Punkte mehr fallen. Und das sorgt auch nicht hier gerade für Freudentänze bei der Bank der Kölner. Bei Coach Arne Wolf. Roderick Kämpfer an der Linie. Das kann man jetzt schon sagen, das ist jemand, der den Team aus Leverkusen auf jeden Fall gut tut. Jemand, der sehr, sehr schnell ist, sehr schnell im Kopf, einen schnellen ersten Schritt hat und auch sehr, sehr physisch ist. Einer, der das Spiel auf jeden Fall, das Team um die Leverkusener verstärkt. Jackson. Jackson mit vielen Einzelaktionen im Moment. Mit einer Zweier-Trefferquote von über 50%. Und das stellt er bislang hier eindrucksvoll unter Beweis. Hamlin auf Kämpfer. Wieder Hamlin. Der kann für 3. Das wissen auch die Kölner. Da musst du enger dran sein an so jemand mit so einer Dreier-Trefferquote von fast 40%. Viel enger. Lass du nicht von außen schießen lassen. Denn das ist das jemand, der dich wieder zurück ins Spiel holt. Da müssen die Kölner viel konsequenter einfach verteidigen. Wacher sein. +2 aus Sicht der Kölner. Oh, Malou. Das ist natürlich ungeschickt. Den Kontakt zu aufnehmen gegen Hamlin, aber dann muss natürlich, hat er Glück.
so einer Situation ein bisschen mehr machen. Knappe Minute haben wir noch zu spielen. Köln führt mit 2. Technisches gibt es für die Leverkusener noch hinten drauf. Und dann beide Teams jetzt zum Ende des ersten Viertels die Mannschaftsvorgrenze von 5 Fouls erreicht. Bei allem weiteren, was jetzt passiert, gehen die Herrschaften direkt an die Linie auf beiden Seiten. Wir schauen uns mal kurz die Statistik an. Kim Jackson 14 Punkte, das muss man euch mal geben, im ersten Viertel. Unglaublich. Der ist richtig, richtig gut hier ins neue Jahr gekommen. 100% von der 100% seiner Würfe. 2 Dreier eingenetzt und dann nochmal 4 aus dem Feld. Das ist schon ganz stark. Bei den Leverkusenern ist es Krikow der Dritte mit 6 Punkten. James Halbe mit 9 Punkten. Krikow der Dritte mit 6 Punkten. Der Zweitbeste. Die Amerikaner bei den Leverkusenern weit vorne. So, technisches. Das war Einwurf und Freiwurf und Einwurfseite für die Kölner. Lennart Steffen. Big. Steffen für 3. Und Heinzmann, 2,16 Meter. Der muss gar nicht springen, wenn er den Rebound holen will. Arme hoch und dann fallen sie schon runter. So pflückt er da oben den Traum runter. Stark. 2,16, da hast du es. Bei diesem Spiel manchmal etwas einfacher als deine Gegner. Zwiehoff, der Kapitän, 30 Jahre ist er jung. Ein bisschen glücklos bislang. Und jetzt nehmen die Kölner die Zeit raus. Sie werden ja angefroren das Spiel hier. Zum Ende des ersten Viertels. 6 Sekunden, langsam muss was passieren. Big für 3. Das war's mit dem ersten Viertel. 26:23 gehen wir in die erste Viertelpause. Und ich kann euch nur ermutigen nach wie vor, schreibt uns auf Hashtag Rheinstars oder auf Facebook, postet uns auf die Rheinstars-Seite. Alles, was ihr tut, kommt hier an. Und wir freuen uns auf eure Kommentare, Gedanken und alles, was euch bewegt. Also nutzt das, nutzt die Chance und habt uns daran teil. Lasst uns daran teilhaben. Wenn jemand aus Leverkusen dabei, ja, dann meldet er sich freiwillig, oder? Die kommt das mal. Hier, der ist ausgewählt worden. Der ist ausgewählt worden. Guck mal, super. Astra. So, du bist der? Matthias. Matthias, man muss nicht aus Leverkusen sein, Beziehung. Das ist schon in Ordnung. Hauptsache, man ist in der Halle. Das ist gut. Wenn deine Frau nicht mal ist, deine Frau da? Ja, genau, du kannst ja einfach mal ihren Tausch, du hältst das Kind und sie wieder. Könnt ihr mal gucken. Wir sehen uns in der zweiten Viertelpause. Und ansonsten, alle, müssen wir noch ein bisschen was in der Defense tun, oder? Auf uns geht's ja. Aber so geht's weiter. Also, auf geht's. Zweites Viertel. Rheinstars-Köln. Bayern-Leverkusen. Plus 3 aus Sicht der Rheinstars Köln. Die einen guten Start erwischt haben, die heute die sehr wach waren. Nur die Defensive, da waren sie teilweise nicht konsequent genug. Da sind zu viele Spieler einfach zu leicht auch durchgekommen auf seinen Leverkusener. Die ihrerseits auch etwas besser, noch konsequenter in der Defensive, etwas kompakter stehen könnten. Und den Kölnern viele zweite Wurfchancen. Second Chances gegeben haben. Brandon kriegt nur der Dritte. Kämpfer, die Neuverpflichtung. Sein drittes Spiel erst für die Giants. Ah, und dann ist da für 3 der Dreizeilige aus Legankors, der übrigens auch nachverpflichtet worden ist für die Giants. Das ist sein erst zweites Spiel in dieser Saison. Und er fügt sich direkt hier gut ein. Am Neujahrstag. Marek Petric. Cool. Oh, die zwei Türme, die Leuchttürme, du. Das ist zu einfach. Dann lässt er sich runterfischen von Heinzmann, 2,16. Cool, der ja auch nicht gerade klein gewachsen ist mit 2,9. Aber die 7 cm, die machen es dann eben doch aus in der Defensive. Heinzmann, Brandon und dann wieder die 13. Ich dachte, dass der heißt, dass du Glück für die Kölner Liga. Downs.
überhaupt die Leverkusener, das drittbeste Rebound-Team in der Liga. Und in Sachen Blocks, Blockshots stehen sie sogar auf Nummer 1. Kein Team in der Pro A blockt so viele Würfe wie die Giants aus Leverkusen. Downs, der Kim Jackson, den Topscorer. Ah, das war verschenkt. Quern Krul, der ist doch gar nicht wach, du. Der ist so ein bisschen da neben sich, der tippelt da ein bisschen rum. Das sieht manchmal ein bisschen hilflos aus. Da müsste er noch konsequenter sein, die Erfahrung da auch einbringen, wissen, wie er den Körper einzusetzen hat. Und dann kommt jetzt auch das Signal, kommt runter. Der wird seine Chance nochmal bekommen heute, aber das, was er hier gespielt hat, kein Punkt. Zu wenig. Brandon. Kämpfer. Kämpfer, jemand mit breiter Brust, jemand, der hat das Selbstbewusstsein. Wurf aus dem Building und Jackson ist auf der Gegenseite auch so jemand, der hier gut reingefunden hat. 14 Punkte im ersten Viertel. Blue aus der Halbdistanz. Und das soll das an. Da ist der, ist heiß, der will das wissen, Jackson. Das ist gut zu sehen. Dagegen zwei geht er hoch. Versucht das Springen, versucht den Ball wegzutippen. Kriegt der dritte auf der Gegenseite und der ist heute richtig gut im Spiel. Das ist sein dritter Dreier. Da muss Köln aufpassen. Wenn du das in der ersten, im ersten Viertel schon zugelassen hast, dann wird es Zeit, dass du das im zweiten einstellst. Unglaublich. 3 von 4 Dreiern, 75% Freiwurf von der Dreierlinie. Das sind absolute Spitzenwerte. Jackson, Downs. Malou stellt in den Block. Und dann Petritsch. Aber es fällt im Moment nicht. Und wieder Jackson, der setzt nach. Der ist ganz gallig. Hier in der Versuch. Der ist misslückt. Kriegt, der macht's alleine. Sucht den Kontakt. Oh, und einer murmelt ihn dann rein, letztendlich ist es Brandon. Aber wenn du zwei Rebounds in der Defensive hergibst, dann gehört dir das auch nicht anders. Keiner, der ausboxt. Und Köln muss jetzt aufpassen, denn das Momentum ist hier ganz klar jetzt auf die Leverkusener Seite, die das für mich nutzen können. Jones. Jonathan, Malou, David Downs für 3. Ganz wichtig, da verkürzt er nochmal. Minus 2 aus Sicht der Kölner. David Downs so solide, so wichtig für die Kölner. In jedem Spiel liefert er ab. 7 Punkte bislang. Brandon. Der nimmt alles. Der nimmt heute alles. Das ist ihm wirklich total egal. Und Coach Woltmann reagiert nochmal. Das gefällt ihm nicht. Er wird zu halbherzig. Wird da an den Brettern agiert bei den Kölnern. Zu viel liegen gelassen. Auch Melou wird jetzt rausgenommen, jemand, der bislang nicht gut gefallen hat. Denn manchmal, das ist auch so sein Problem, zu viel nachdenkt. Und dann Brandon, das ist zu einfach. Einfach hoch und unbedrängt danach die nächsten 2 Punkte ausfallen. Leverkusen führt mit 4, die größte Führung bislang für die Giants in diesem Spiel. Lennart Steffen. Kämpfer. Piccolo, Heinzmann, 2,16, da wird er abgeräumt. Oh, das habe ich anders gesehen. Aaron Jones, gedankenschnell, blitzschnell steigt er da hoch und zeigt ihm so nicht, egal wie lang du bist. 125 Kilo, die jetzt an der Freiwurflinie stehen. Und Heinzmann ist jemand mit einer sehr, sehr mäßigen Freiwurftrefferquote, unter 50%, gerade mal 47,8. Das wirkt immer ein bisschen stutzig, wenn er da hochgeht, bis der Ball die Hand verlässt. Fast schon in Zeitlupe. Einer der besten Rebounder in der Pro A. 6. Platz. 7,7 Rebounds soll der im Schnitt. Dennis Heinzmann. Und die Heinzer. Minus 5 aus Sicht der Kölner, die jetzt ein bisschen kommen müssen. Da versucht es Downs. Unglaublich, was der da rausholt. Rotzt das Ding durch die Reuse. Als wäre mir nichts, dir nichts hier. Das ist ein Trainingsspiel. Das hat so eine Leichtigkeit bei Downs. Das ist immer schön. Es macht Spaß, dem zuzugucken. Mit welcher Konsequenz, aber auch mit welchem Willen er da immer wieder ausführt, die Punkte macht und hart, hart arbeitet für die Kölner. Verkürzt den Rückstand auf minus 2 aus Sicht der Kölner. Brandon. Oh, Legas Leandrovas. Puschmann. Der
Sohn des Coaches. Und dann ist Jones stark. Schnelle Hände hat er da. Das war gut gemacht, gut verteidigt. Die Kölner jetzt wieder Rebound. Und jetzt muss es schnell gehen. Einmal den Fastback ausspielen. Gut, no look. Alex Foster. Super Pass von Downs. Gut gemacht. Und die Kölner somit erstmal zurück im Spiel. Gleich nach aus. 34-34. Und uns erreicht der nächste Feed, Patrick Engelhardt. Frohes Neues. Liebe Grüße aus Vechta. Das ist ganz lieb. Vielen Dank. Das wünschen wir euch auch. Bei euch läuft es ja auch im Moment nicht so schlecht in der 2M Basketball-Bundesliga. Macht es wie Patrick Engelhardt. Nutzt die Chance hier über die sozialen Medien, Hashtag Rheinstars uns zu schreiben oder bei Facebook, indem ihr uns postet auf die Seite der Rheinstars geht auf Facebook und uns schreibt, wie geht's euch am Tag 1 im neuen Jahr? Viel getrunken, Hardcore saufen oder eher entspannt ins neue Jahr gerutscht? Gleichstand. Köln ist hier zurück im zweiten Viertel. Ist nicht so gut reingekommen. Die Leverkusen hatten das Momentum auf ihrer Seite. Auch bei Köln läuft die Defensive. Das könnte alles noch ein bisschen konsequenter sein. Etwas näher am Mann, etwas aggressiver vor allem verteidigt. Und ein Thema, was die Kölner immer wieder auch in der Hinrunde hatten, sind die Rebounds. Rebounds, Rebounds, Rebounds. Sowohl defensiv als auch offensiv. Da dürfen sie nicht so viel liegen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig für Brandon. Kämpfer. Der gefällt mir gut. Der ist sehr, sehr präsent. Der ist immer anspielbar. Jemand, der sehr, sehr schnell auch abschließen kann aus dem Dribbling. Kuschmann. Da wirklich ein Gewinn. Halvin. Da ist Brandon wieder. Jetzt muss ich stellen. Stepback Dribbling, aber dann. Ja, Ball. Da ist der Not geboren, da ist die Zeit abgelaufen. Also wurmt ihn auch ein bisschen. Downs. Pittwitsch. Auf Lennart Steffen. Und wieder Downs für drei. Ah, da schlafen die Leverkusen. Das haben die Kollegen gemacht. Pittwitsch, Gedanken schnell. Nochmal Steffen. Foster, Downs, Petric. Oh, wo wirft ihr denn den hin? Oh, wir fast für den Rang, Oberrang. Aber dann Lennart Steffen, sehr stark geholt. 1,94 groß. Und ist dieses Tickchen, diesen Schritt schneller als die Leverkusener, die dadurch eben viel liegen lassen. Da musst du mehr aufpassen, konsequenter ausblocken, wissen, wo der Gegenspieler ist, um ihn aus der Zone rauszuhalten. Und das machen die Leverkusener nicht konsequent genug. Aber wenn du jemanden wie Heinzmann mit 2,16 im Team hast, dann musst du einfach, der auch bei den Rebounds weit vorne ist in der Pro A, aber der muss mehr abräumen. Der muss einfach schneller sein. Köln führt mit 2, 36-34. 4,5 Minuten haben wir noch. Kriegt wir dritte Minute und halb. Halb für 3. Oh. Es passiert, es sieht nicht schön aus. Das wünschst du keinem Spieler. Er war das Hässlichste, was es mitunter gibt im Basketball. Ein richtiger Rohrkrepierer, aber es passiert. Ja, wenn ihr sonst eine sehr, sehr gute Dreier-Trefferquote habt, fast 40%. Auf der Gegenseite Downs. Da ist Aaron Jones, der immer mal wieder untertaucht, von dem einfach noch mehr kommen kann in der Offensive. Und hier gegen Heinzmann die Kürzere zieht. Pickler, Kämpfer. Halvin. Einfach Foster, der stehen bleibt und das wunderbar, die den Schrittfehler hier von Halvin forciert. Ruhig geblieben, nicht hochgesprungen, nur auf den Ball konzentriert. Sehr, sehr gut antizipiert wird. Foster auf Weg. Leon Beck, da merkt man auch, der hat jetzt 3 Spieler ausgesetzt. Verletzungsbedingt mehr Spiele, sogar 3 Heimspieler hat er ausgesetzt.
jetzt wieder reinkommt. Und da dauert es manchmal, bis du dann nach einer Verletzung den Rhythmus hast. Lennart, Steffen, Jones gegen Heinzmann. Das ist genau das, was Volkmann gefordert hat. Die meine langen Leute müssen gegen Heinzmann gegen 2,16 sich nicht einschüchtern lassen. Der so präsent ist. Da musst du das Zeichen setzen und ihm sagen, egal. Egal, wie lange du das nicht versuchst. Und super das Match. Kämpfer. Aus, dann ein bisschen vielleicht aus sein. Schnell geht es jetzt wieder über Downs. Die Stärke der Kölner, der Fast Break. Weg. Unglücklich. Kämpfer, Halbin. Und da ist der nächste Schrittfehler. Das darf dir nicht passieren. Der zweite in so kurzer Zeit in Folge. Der Power Forward der Giants, der 2,3 Meter große Mann, der die Studie eingefunden hat. Und dann zwei Schrittfehler. Topscorer Lakeem Jackson auf Seiten der Kölner mit 14 Punkten bei den Giants. Es ist nach wie vor James Halbin, der Mann, der sich ganz viel bewegen will, der die Füße nicht stillhalten kann, hier unterm Korb in seinem zweiten Schrittfehler in Folge. 9 Punkte hat er bisher, genauso viel wie sein amerikanischer Kollege Way Richard Krikow, der dritte mit ebenfalls 9 Punkten. Wir schauen ganz kurz auf die Trefferquote der beiden Teams. 38% fällt bei Leverkusen und fast und jeder zweite Wurf 50% bei den Rheinstars aus Köln. Und wenn wir uns die Rebounds anschauen, 19 haben die Kölner runtergeholt, 17 die Leverkusen. Ne? Ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Rebounds unter den Brettern, sowohl offensiv als auch defensiv. Die zweiten Wurfchancen erarbeiten. Hier sitzt im Moment keiner. Hier steht alles. Stimmung ist gut. Und Köln führt mit 4,5 Minuten vor der Halbzeitpause. Jackson auf Jones. Jones, der da auch postet, immer wieder versucht, gegen Heinzmann, stark gemacht, verzögert und holt sich so das Foul und zwei Freiwürfe, das hat er sehr gut gemacht. Das ist so. Bei Heinzmann, es wirkt manchmal ein bisschen staxig, ein bisschen langsamer bei seinen Bewegungen, aber der hat natürlich auch Hebel bei 2,16 Uhr, das ist nicht jeder so schnell, so athletisch wie Aaron Jones, der auch 2,04 Meter lang ist. Der zweitbeste Blocker der Liga, Aaron Jones, hier an der Linie. Mit 71,9, fast 72% Freiwurf-Trefferquote. Und Foster, sehr stark, der Nachsetzte, der macht für drei. Das war der Dreierversuch. Und Jones, das ist gut, das ist ganz stark hier in der Offensive. Die Amrett, die das wollen, mit allem, was sie haben, gut, aber wird nicht richtig ausgeboxt. Foster, einen Ausgang, da musste reinkommen. Alex Foster. Sich Selbstvertrauen holen. Kein Dreier bislang eingenetzt und erst 1 von 4 aus dem Feld, 25% Treffer von Alex Foster. Im Gegensatz Krikow, der nimmt alles, unglaublich, was der heute hier reinsemmelt. Jedenfalls der Dreierlinie. Downtown, da fühlt er sich wohl, der junge Amerikaner. Wahnsinn. Downs. Big. Jackson. Foster. Durchgesteckt auf Jones. Aber den musst du stopfen. Da oben fühlt er sich doch sonst wohl. High Flying Jones. Dann wird er abgeräumt. Konsequenter zum Kopf, konsequenter das Ding reinstopfen wollen, jetzt nicht da oben ausgipsen machen wollen, aber das hat er nicht geschafft. Ist natürlich auch leicht gesagt, wenn der Gegenspieler 2,16 lang ist. Offensiv voll ganz stark gezogen, so, Lakeem Jackson. Offensiv Foul, Nummer 20 von Krikow. Way Richard Krikow, der Dritte, mit einer Dreier-Trefferquote von 67%. Da kannst du ein Video von zusammenschneiden und an die NBA schicken, nicht dort werben. Das ist ganz stark. Ja. Wahnsinn. 4 von 6 Dreiern. Der ist heiß gelaufen. Jackson. Downs.
Und wieder ist Heinzmann stachsig, hat da Glück. Da ist Jones einen Schritt schneller. Harbin. Ah, er macht das wunderbar. Das ist natürlich auch einfach. Da kommt die Hilfe einfach zu spät auf Seiten der Kölner. Albert, zweitbeste Scorer bei den Giants. Jones. Gut verzögert. Er hat sich den Heinzmann ausgesucht. Er weiß, dass er auf die erste Wurfwinde reinfindet. Immer wieder verzögert. Er täuscht den Wurf an und dann lässt der erste Ball los. Das macht er gut, das macht er geschickt und das führt im Moment immer wieder zum Erfolg. Und zu weiteren Punkten. Aaron Jones, der so hoch springen kann mit seinen 2-4. Ganz athletischer Spieler in Reihen der Kölner. Kriegloh, ich dachte, den nimmt er auch. Oh, ah, und da räumt er ab. Das ist natürlich voll auf die 12, wenn du so abgeräumt wirst am Brett. Heute auf einmal Aaron Jones vor dir auftaucht. Auszeit in Köln, es bleibt nach wie vor eng. Es ist knapp, es ist ein schönes neuer Spiel. Es geht hoch und runter, hüben wie drüben. 40-39 für die Kölner. Das ist wunderbar. Wer jetzt hier noch schläft, der nicht eingeschaltet hat, der ist selber schuld. Nutzt es, wer einigermaßen macht es. Der schreibt uns Hashtag Rheinstars oder geht auf die Facebook-Seite und postet uns auf die Seite. Januar um 20 Uhr hier in die ASV-Sporthalle oder meldet euch bei den Flying Clans, um mit nach Kirchheim zu fahren. 40:39. Wir haben eine halbe Minute hier noch zu spielen und es ist jetzt wichtig, nochmal das Momentum für sich zu gewinnen. Mit einem kleinen Vorsprung in die Pause zu gehen und hier nochmal ein Zeichen zu setzen und natürlich auch sich auch mal ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen. Denn wie ich auch von Bernd Kruhl, der hier die ersten Spiele als Co-Kommentator mitgestaltet, gelernt habe, versuche immer mit einem Vorsprung in die Pause, zu gehen. Um selber dann etwas Luft zum Durchatmen zu haben. Spannter zweite Halbzeit beginnen zu können. Kölner werden den Angriff zu Ende spielen. 15 Sekunden noch. Weg, Downs. Jackson zeigt das an, der will unten angespielt werden. Das ist sperrlich frei. Aaron Jones, der kann auch für drei. Macht's aber nicht. Jackson und Downs gegen drei. Fadeaway, das ist ganz stark. David Downs. Im Ende letzten Jahres hat er sich verlobt, der frisch Verlobte. Der ist richtig gut hier reingekommen ins neue Jahr, mit ganz viel Schwung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Heinzmann mit dem Buzzer, das ist natürlich nichts, was du als Coach sehen willst. Gerade mal einer. So, ab ins dritte Viertel zwischen Köln und Leverkusen. Downs auf Steffen. Downs hat ein gutes Spiel gemacht, Aaron Jones. Pick and Roll, und das kann Basketball so einfach sein. Aber da haben auch wirklich alle Leverkusener nochmal schön das Neujahrsstäfchen nachgeholt. Was zum falschen Zeitpunkt. Kriegloh der Dritte mit so einer heißen Hand von draußen. Junge, Junge, der den Ball berührt, da fängt er schon an zu glühen. Auf den muss man auf jeden Fall jetzt besser aufpassen. Schön abgelegt auf Heinzmann. 2,16 Meter. Und wenn der gut gelaunt ist, dann springt er auch mal, der Leuchtturm. Und ansonsten kann er ihn fast im Sitzen einsetzen. Jones. Alex Foster. Ah, bislang glücklos. Und so ein Pass zu spielen über die gesamte Zone, das ist mehr als ambitioniert. Wunderbar hier das Foul aufgenommen von Lennart Steffen. Und Woltmann hier, der Coach der Kölner, der tobt. Er hasst solche leichten Fehler. Nutze es, schreibt uns über die sozialen Medien. Hashtag Rheinstars. Geisbock, unser Tennistrockenträger, sagt, er drückt uns die Daumen. Dass wir ein spannendes Spiel sehen. Das wird es auf jeden Fall, wenn das weiterhin so knapp bleibt. Köln führt mit einem 44-43. Da geht Jackson 111 Kilo. Der hat auch Gefühl. Jo. Der wiegt nicht nur viel, der hat auch ein richtiges Goldhändchen. Den Floater, den könnte er öfter mal auspacken. Sehr schön. Topscorer bei den Kölnern. Kampfer, eine nahe Verpflichtung bei den Leverkusenern. Und dann Fisch Jackson im Rebound runter. Der ist heute richtig gut drauf. Jackson und Downs, die beiden Spieler bei den Kölnern, die mir richtig gut gefallen. Die tolle zwei erste Viertel gespielt haben. Sehr wach, sehr präsent und viel, viel ackern. Die führen heute richtig aus. Steffen, postet er auf.
Jones. Das macht er nicht. Der ist ihm 1 zu groß. Mit seinen 2,04 Meter traut er sich nicht hochzusteigen. Gegen 2,16 Meter Heinzmann. 125 Kilo. Vor dem hätte ein Shaquille O'Neal Respekt. Plus 3 aus Sicht der Kölner. Brandon mit dem Ball für die Giants. Au, das ist sehr wild. Ja, Steffen. Torm Oberhoff hat uns geschrieben. Hast gerade erst eingeschaltet. Vielleicht ist er erst aufgewacht gerade. Hast du gut gefeiert. Und sieht ein spannendes Spiel. Finde ich auch gut. Da bin ich ganz bei dir. Mal schauen, wie lange das so geht. Ob vielleicht eins der beiden Teams nochmal einbricht. Sieht im Moment nicht so aus. Bisher geht es ganz knapp. Immer wieder. Dass die Führung hier das eine mal das andere hat. Köln mit 3 vor. 46, 43. Kuschmann. Brandon. Ah, wild, du. Im Rückwärts fallen. 1, 2, da ist er mal. Und dann nutzt er den zweiten Schuss. Das ist natürlich so viel Selbstbewusstsein, musst du auch haben. Den ersten Hanus daneben, der zweite ist dann rein. Dennis Heinzmann. Wenn man ja mal den Rebound holt und mal den Rebound holt, dann sein 2,16. Lennart Steffen für 3. Lennart Steffen! Brandon Kuschmann. Und Lakeem Jackson gefällt mir richtig gut. Sehr, sehr stark, wie er heute antizipiert, wie er bei den Rebounds hier unter dem Korb ackert. Und da ist das wieder, das zweite Mal in Folge. Da Mann, so vernascht zu werden. Unglaublich. Das ist eine Vorführung, das ist ein Statement. Zweimal beim Einwurf den Ball zu stehlen bei der gleichen Person. Das ist eine Ohrfeige. Mensch, da kann sich auf Strafliegestützen eine Umkleide gefasst machen. Kuschmann. Michael Kuschmann. Das ist aber echt, das ist hart. Das kannst du mit dem Lakeem Jackson nicht machen. Der mittlerweile übrigens 18 Punkte hat. 18 Punkte und wir sind gerade mal im dritten Viertel. Chapeau, Lakeem Jackson. Brandon auf Kämpfer. Ja, der hat ganz einen Quick Release, ganz schnell. Der braucht ganz wenig Zeit. Der kann aus dem Dribbling, aus dem Pass. Er ist ganz schnell oben und drückt ab. Jemand, der mir sehr, sehr gut gefällt. Rare Kämpfer. Jackson. Alex Foster. Foster bislang etwas glücklos, etwas zu stachsig, steif. Oh, der hat Steffen Schreuke den nächsten. Nein. 50% hat er hier von der Dreierlinie bisher getroffen. Ganz starke Werte. Kämpfer. Kämpfer. Gutes Gesteck, hat eine gute Übersicht. Und Kuschmann, Michael Kuschmann holt sich so langsam. Macht da etwas vor, die Fehler wieder auszubügeln, für die er eben verantwortlich war. Mit dem missglückten Einwurf zweimal in Folge. Downs. Auf Foster. Van der Velde. Boah, way off. Der hat seit seiner Verletzung hat er einen richtigen Rhythmus gefunden. Das war schon im letzten Spiel gegen Röndorf so. Sehr unglücklich. Beim Abschluss. Regan Kovas. Kämpfer. Der ist schnell. Der zieht zwei Spieler auf sich. Dann ist jemand draußen frei. Hier Kuschmann. Und Heinzmann kriegt die Ball. Er kriegt die Hände nicht hoch, da steht er, der Ball fällt neben ihm und er macht nichts. Dennis Heinzmann, der ist mir, mit dem bin ich heute auch noch nicht so zufrieden. Der beste Blocker der Liga, 6 bester Rebounder der Liga. Aber in seiner gesamten Trefferquote ist er unter den Top 10 in der Pro A. Der wirft heute nicht ganz wach. Dann könnte mehr kommen. Jones. Downs. Es bleibt eng hier. Es bleibt eng. Kein Team, was ich wirklich absetzen kann. Köln mit 3 vor. 54, 51. Kuschmann. Degan Kovas.
Kämpfer. Und der nimmt den einfach mal. Der ist frei. Warum nicht? Aber wo ist Heinzmann? Wo bist du mit deinen 2,16 Meter, wenn nicht beim Rebound? Eine Waffe, die Giants bislang noch nicht so gekonnt eingesetzt haben. Tim van der Velde. Oh, wow, 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 wow. Was ist mit dem los? Mir gefällt mir noch nicht. Wie gesagt, nach der Verletzung. Noch nicht richtig reingekommen. Fünf Minuten haben wir noch zu spielen und die Kölner führen. Marcel Brandschiffer, ich wünsche mir einen Derby-Sieg zum Start ins neue Jahr. Auf geht's, Reinfers. Das dritte Viertel sieht gut aus, bislang, aber 3 Punkte Führung. Das ist im Basketball nichts. Nada, zero, Marcel. Das kann hier noch ganz schnell sich ändern. Und vor allen Dingen muss Köln in der Defensive auf jeden Fall dranbleiben. Rebounds, Rebounds, Rebounds. Wir schauen kurz auf die Topscorer, weil er Kim Jackson 18 Punkte in Reihen der Kölnern. Bei den Leverkusenern ist es Wayne Kreklow, der dritte mit 12 Punkten. Und bei den Rebounds, da sind beide gleich auf. 25 Stück haben beide Teams bisher geholt. Lediglich bei der Trefferquote schneidet Köln besser ab. Bislang mit über 50%. 51% aller Würfe fallen bei den Rheinstars. 41, 10% weniger bei den Giants. Und es bleibt 3 Punkte vor bei den Köln. Wir machen alles als Ausbaufestes. Jetzt nochmal. Brandon. Auf Kämpfer, der ist überall anspielbar, der hat überhaupt keinen Respekt vor niemandem. Weiter gegen Jones hoch, dann der weite Pass. Oh. Kuschmann, wieder Kämpfer. Halbin. Halbin. Aus der Drehung, so sehr, sehr gezwungen. Da kann er sich glücklich schätzen, dass er das Foul noch bekommt. Und das war mehr als ein Notwurf. Den er seitlich ans Brett donnert. James Halbin, 2,03 Meter groß und einer der besten Dreierschützen in Reihen der Leverkusener. Eine Trefferquote von mal etwas mehr als 60%. Zwei Drittel aller Würfe, knapp 200 aller Würfe fallen, was wenig ist. Auch noch der fällt nicht. Downs auf Lakeem Jackson, den Topscorer, gefällt mir sehr gut. Auch Downs, zwei ganz hellwache, sehr, sehr gute Akteure hier. Noch rein der Kölner. Aaron Jones nochmal stark abgelegt, aber Malou, da ist er fast überrascht, als er den Pass bekommt. Meine Herren, da musst du doch offen sein, da musst du doch hellwach sein in der Zone. Das Ding da gibt er so aus den Händen, er war überrascht. Kämpfer, ja, das ist ein Foul, er hat bis hierhin, bis zum Kommentatoren, der hat es geklatscht. Aber immerhin keine Punkte, sondern muss Kämpfer erstmal an die Freiwurflinie und die zwei erstmal machen. Aaron Jones, der Ritt ist vor. Sieben Punkte bislang. Roderick Kämpfer. Ja, heute Abend das erste Mal an der Freiwurflinie. Es ist im Moment ein bisschen zerfahren. Es ist kein Team, was sich hier absetzen kann. Kein Team, was wirklich mal eine Zäsur setzt. Dafür sorgt, dass man einmal ein Zeichen auch wirklich raushaut. Um zu beweisen, wir nehmen jetzt mal hier das Zepter in die Hand. Es bleibt nach wie vor eng. Köln mit 2. Jetzt nur noch mit einem vorne. Und wir haben noch knapp 4 Minuten hier im dritten Viertel zu spielen. Der Kuhl wieder auf dem Parkett. Downs. Van der Velde, Downs, Jackson, Van der Velde, der Ball rotiert, der Ball, das ist gut, das ist schnell und dann Jackson mit dem nächsten Floater, ja, der hat heute ein ganz, ganz seichtes Händchen da, Goldfinger, Lakeem, Goldfinger, Jackson, schön, wie er den da reinduselt, Halbin,
und Halben. Das ist ein dritter Schrittfehler. Das ist viel zu viel für einen Mann, der hier in der Position spielt, der so präsent ist, der sich immer wieder so auf Zähne zu setzen weiß. James Halben, dritter Schrittfehler. Das sind einfach viele, viele kostbare Punkte am Ende des Spiels, die du da deinem Team dann einfach abnimmst. Downs auf Petritsch. Cool, der Ball, der ist schnell. Petritsch ganz frei, aber auch er ist heute noch nicht so, hat noch nicht seinen Wurf gefunden. Malou setzt nach mit dem Offensivrebound. Wieder Downs. Schneller erster Schritt, setzt sich gegen Heinzmann durch. Broadway and one. Das ist ihm total egal. Der 2,16 Meter Leuchtturm, der auf einmal da vor ihm auftaucht. Den hat er wahrscheinlich blind noch reingemacht. David Downs, Money Downs. Jetzt an der Freiwurflinie. 3 Minuten noch. Oh, Köln mit einer 5-Punkte-Führung. 76% trifft er von der Freiwurflinie. David Downs. Mittlerweile 15 Punkte. Brandon. Halben. Zögert, das merkt man jetzt halb mit seinem Schrittfehler. Da ist das Ego. Der ist ein bisschen angeknackst. Das Selbstbewusstsein ist nicht so da. Und David Downs, so viel ich von ihm halte, so wichtig er ist. Never, never foul a jump shooter. Tom Oberhoff, ich würde gerne mal ein Rheinstadt-Spiel sehen, aber ich wohne in Bochum, wo kann man die Karten holen? Das ist ganz einfach, Tom, du gehst auf unsere Webseite, es ist www.rheinstars-köln.de und dort kannst du dann die Karten erwerben. Übrigens, Spiele in der regulären Saison finden alle hier in der ASV-Sporthalle statt, bis auf ein einziges im Februar in der Lanxess Arena. Downs. Johnny Malou, bisher auch immer sehr glücklos. Ja, cool. Wieder Downs. Malou. Versucht es mit allem, was er hat. Mit allem, was er hat, geht er da jetzt rein. Und macht den Jump Shot. Wichtig für ihn. Ganz wichtig. Punkt Nummer 2 und 3 für Jonathan Malou. Brandon. Halben. Puschmann. Doppeln. Sehr gut, Gallig jetzt. Die wird sofort gedoppelt. Machen erhöhen den Druck jetzt die Kölner auf den Ball für den Spieler. Wollen nicht, dass von draußen getroffen wird. Sie wissen natürlich, dass jemand wie Halben immer wieder gefährlich ist. Wenn der heiß läuft, dann haut er die Dinger auch von draußen rein. Und daher früh ihn zu attackieren, ihn zu doppeln, um ihn nicht zum Wurf kommen zu lassen. Michael Kuschmann, Nelly. Die Kölner führen mit 6. 2 Minuten haben wir noch und die Mannschaftstorgrenze von 5 ist bereit erreicht bei den Kölnern. Das heißt, bei jedem Foul des Gegner darf er sofort anfliegen. Es fehlt bei Köln jetzt einer, der so ein bisschen die Verantwortung übernimmt, der sagt, ich mach das Ding rein. Viel klein-klein im Moment, auch wenn der Ball teilweise gut rotiert bei den Kölnern in der Offensive. So fehlt es doch an einem, der mal durchsteckt, der wirft, der hier versucht, das Zeichen zu setzen. Jackson, jemand, der ihn erstmal entführt, mir gut gefallen hat, viel geackert hat, aber der jetzt auch ein bisschen untertaucht. Und auf der Gegenseite holt sich halb in sein erstes Foul. Sein drittes. Bernd Kohl.
auch von der Linie fällt bei ihm im Moment nichts. Zumindest den zweiten macht er. Ohne Geräusch durchs Netz. Sehr gut. Anderthalb Minuten noch, bevor wir uns ins vierte und letzte Viertel bewegen hier zwischen den Rheinstars und den Giants. Brandon aus Buschmann ganz frei, sträflich frei. Wo ist da die Verteidigung, wenn ich weiß, dass jemand hier eher gut von draußen schießen kann? Solche Dinger darfst du nicht zulassen. Downs aus dem Dribbling, das ist ganz stark gemacht. Es ist Money Downs. Der Typ, der in der Freizeit auch gerne mal Eiswürfel pinkelt. Braucht Druck und alles, das kennt er kaum. Unglaublich, wie eiskalt der ausführt. Und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt sind sie in Überzahl, die Kölner. Downs wieder macht es im Alleingang im Rückwärtsfallen. Das war zu erzwungen. Kuschmann, jetzt ist hier nochmal komplett richtig Fahrt auf. Dritten Viertel, Halbin. Acht Punkte für die Kölner vor und Halbin kommt nochmal an die Linie. 11 Punkte hat der Amerikaner bislang. Leon Beck zurück im Spiel für David Laun. Jackson ist ein bisschen untergetaucht im dritten Viertel. Er fördert bombenstarke erste zwei Viertel gelegt. Malou. Und das ist immer, das sieht man zu oft bei ihm, dass er immer wieder zögert. Das macht er gut, aber der verharrt, der nicht seinem Instinkt folgt. Der ist selten so im Flow, wo man sagt, das ist alles aus einem Bus. Bei ihm geht oftmals noch der Kopf an. Kuschmann. Gute Defense, da sind die Hände überall, Kämpfer. Und der ist schnell, bei dem muss man aufpassen. Auch Brandon jemand, der gerne mal zieht. Kuschmann für drei. Halbin, jetzt muss es schnell gehen aus der Drehung. Ah, ja, und da war cool dran, war cool dran. Nutz die Zeit. Das dauert zu lange. Da hat Big, das hat er nicht auf der Uhr gehabt. Wir gehen hier ins letzte Viertel mit einem 6-Punkte-Vorsprung für die Kölner. 66-60, gleich geht's weiter. Großartig, ich kenne es von denen hier heute. Das ist der Josh und da ist der Matthias von seiner Frau geschickt.
Viertes und letztes Viertel hier im neuen Spiel zwischen den Rheinstars aus Köln und den Giants aus Leverkusen. Die Kölner führen bislang mit 6 Punkten und es ist bislang ein knappes, ein sehr enges Spiel. Ein schönes Spiel hier zum Auftakt im neuen Jahr, wo beide Teams auf jeden Fall ein Zeichen setzen wollen und gut ins neue Jahr reinkommen wollen. Ganz wichtig, beide Teams hier heute zu gewinnen. Für 3. Ligan Kovas. Buchretsch, jetzt könnte es schnell gehen. Big. Jones. Malou, das dauert zu lange, da ist keine Rotation, das ist zu wenig Bewegung. Leute, die sich freilaufen und jetzt wird es ziemlich echt eng und dann muss der Wurf meist gezogen werden. Lennart Steffen. 1. Der 6. beste Rebounder der Liga. Pflückt mal was runter. Kreglo total untergetaucht im Viertel 3. Hat so ein unglaubliches Trefferquote jenseits der Dreierlinie hingelegt mit 67%. 4 von 6 in den ersten beiden Vierteln im dritten Viertel. Fand der kaum statt. Kreglo der 3. Einer von 4 Amerikanern bei den Giants. Big. Dittrich. Blue und das ist mal stark gemacht, aber da wird er auch abgeräumt vom Leuchtturm in Rot. 2:16. Heinzmann, sagt mal kurz. Knock, knock, hallo. Nicht bei mir, my house. Brandon. Auf Kampf, oh, jemand, der mir gut gefällt. Sehr, sehr aktiv, sehr aktiv. Heinzmann, von dem hat man viel zu wenig gesehen in der Offensive. Mit einem zu sehr forciert alles. Kempfer und das fand stark. Das ist ein wunderbarer Wurftechnik. Das war fürs Lehrbuch. Er steigt hoch und dann verlässt wirklich. Rollt der Ball wunderbar ab. Das war schon gut gemacht. Petrich. Jones. Lange, lange nichts gesehen. Da ist er. Die 34. Bei den Kölnern. 67% bislang von seinen 2 Punktwürfen. 4 von 6 Aaron Jones. Kommt bislang auf 11 Punkte. Brand. Da kriegt nur der 3. Ah, alles kann nicht mal weg. Der ist schnell. Endlich nimmt das mal aus. Aro und Brandon Hellbach. Gut gestealt. Der 2. beste Stealer in der Liga, in der Pro A. Drew Brandon. Kickler auf Heinzmann und das nutzen sie viel zu wenig, die Leverkusen. Aber wenn du so einen langen hast in der Zone, in deinen Reihen, dass der nicht öfter angespielt hat, das wundert mich schon das ganze Spiel über. Denn der hat 3 Viertel lang gefühlt auch kaum stattgefunden. Müsste viel mehr zum Einsatz kommen. Big. Petretsch. Ach, schlecht abgelegt. Das war kein guter Pass. Also zum einen war Malou nicht auf der Höhe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann waren da auch noch 2 hinten. Leon Beckmann, Malou macht Platz für David Lauter. Kann besser selber machen. Malou heute jemand, der mir nicht so gut gefällt. 5 Punkte bislang. Ist von Kopf her immer ein Schrittchen hinterher. Bounce. Jones. Und der läuft die Zeit ab. Downs. Ligan Kovas mit dem Rebound. Krikow. Verteidigt von Aaron Jones, von Alex Foster. Der Ball geht zurück nach Köln. Foster, Petrich. Ah, und die kann er versäumen. Er ist ja immer wieder mal gut zwischendurch, aber hat heute auch bisher wenig Wurfglück und dann das Missverständnis. Es war ein gutes Anspiel. Wer versucht das Touchdown-Passes hier auf Ligan Kovas, der damit nicht gerechnet hat. Downs. Foster. Steffen. Wieder Downs, wieder Steffen.
Drew Brandon. Der zweitbeste Dieb, der zweiterfolgreichste Dieb in der Boa. Riklo. Stiller erster Schritt. Ah, und das ist gut gemacht. Zwei Leute will er das Foul noch haben. Und 14 Punkte bislang. Petric versucht für drei. Da sind seine ersten Punkte. Er hat sich Zeit gelassen, aber gerade jetzt am Ende des Spiels ganz, ganz wichtige Punkte für die Kölner. Kriegt nur wieder für drei. Nee, der fällt nicht. Downs, der macht das Spiel schnell. Ganz geschickt, wie er das macht. Das ist irgendjemand, dem er immer wieder besser gefällt. Wo man auch sieht, dass er besser wird im Verlauf einer Saison. Dass er hier das Foul macht und dann noch den Wurf so zu Ende bringt. Das ist ganz stark. David Downs. Timeout bei Giants. Bei den Kölnern ist der Topscorer nach wie vor Lakeem Jackson mit 20 Punkten. Die Giants in der Reihe der Giants. Es ist Halbin mit 15. Wir werfen schnell noch einen Blick auf die Trefferquote bei beiden Teams. Bei den Leverkusener fallen 40% der Würfe. Und bei den Kölnern sind es fast 10% mehr mit knapp 50, mit 49%. Wer uns bislang noch nicht geschrieben hat über die sozialen Medien, der hat nach wie vor die Möglichkeit, das zu tun über Hashtag Rheinstars oder geht auf Facebook, postet uns über die Rheinstars-Seite. Wir freuen uns über alles, was hier eingeht. Es erreicht uns und dann können wir uns über das, was hier passiert, auf dem Feld, abseits des Feldes, gerne austauschen. Nutzt das. Rheinstars, Hashtag Rheinstars oder postet über Facebook. Viertes und letztes Viertel zwischen Köln und Leverkusen. Köln führt mit 6 Punkten und wir haben noch gut 5 Minuten zu spielen. Money Downs an der Linie. Das ist so ein Typ, den kannst du morgens um 3 wecken und sagen, mach die 2 Freiwürfe oder ich entführe deine Familie. Dann wird er die 2 Dinger machen. Der kennt keinen Druck. Als wäre er damit groß geworden. Dem macht nichts aus. Wahnsinn. Wie coolen Kopf der immer bewahrt. Chapeau. Ganz, ganz wichtiger Spieler für die Kölner. Der viertbeste Assistgeber in der OA. David Downs. Kriklo. Kuschmann. Halbe, Kriklo. Kämpfer. Da musst du aufpassen. Die haben die Dreierschützen, die Leverkusener. Mit Kriklo, der heute gut ist, Kämpfer. Da muss man besser sein. Da muss man enger am Mann dran sein. Aggressiver verteidigt. Und dann Jones, der dem Ball gar nicht entgegengeht. Da kommt die Krake von hinten. Der rote Leuchtturm mit Dennis Heinz mit seinen 2,16. Natürlich hat er so eine Spannweite. Und da musst du auch aufpassen. Musst du aufpassen. 2,04 Meter, das Mismatch hier. Jones gegen Heinzmann. Kriegt wohl der Dritte. Heinzmann, der findet offensiv heute kaum statt bei den Leverkusenern. Turnover. Und Foster hat im Moment nicht das selbst zu sein. Aber für Jones. Und er zeigt ihm, wie es das geht. Aaron Jones. Der viertbeste Rebounder in der Liga. Mit dem nächsten Dreier. Halbin. Das kannst du so machen, das kannst du so versuchen, aber das Foul mit so einer Ansage zu forcieren, wird nicht immer geahndet. Da ging es nämlich darum zu scoren, wenn der Ball schon unten ist und er fällt in den Gegner rein, dann ist das eigentlich das Einzige und allein nur dazu, das Foul zu bekommen, was er hier in diesem Fall nicht kriegt von den Schiris. Kämpfer mit dem Einwurf. Kriegt er den Dritten. Schnell hat ein Quick Release. Aber im Moment fällt es nicht. Der Leverkusen versucht es jetzt stark von außen. Konzentriert sich nur noch auf die von draußen, um den Vorstand die 8 Punkte möglichst schnell wieder zu egalisieren. Downs. Leverkusen jetzt mit der Zone gegen die Kölner. Downs.
muss der Ball rotieren um die Zone. Foster. Und den musst du machen, wenn du so frei da in der Zonenverteidigung zum Wurf kommst. Aus der Halbdistanz. Kuschmann. Herr Foster, jemand, der heute auch nicht sein bestes Spiel hat. Ah, da ist ihm verziehen. Dafür kann er natürlich defensiv viel gut machen, indem er Rebound so weiterhin verteidigt. Harden. Topscorer bei den Giants. Kriegt nur der Dritte. Gegen zwei. Und dann Heinzmann, der wiederum den Ball verliert. So ein Anspiel, der die Hände nicht zusammenbekommt und dann der nächste Turnover perfekt ist. Eine Sekunde auf der Uhr. Halben. Und das ist sein vierter Schrittfehler. Wenn ich der Trainer der 3-1 wäre, Achim Kuschmann, ich würde den trainieren, bis die Fußsohlen glühen, so viel Footwork machen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass du innerhalb eines Spiels vier Schrittfehler machst. Das ist eindeutig viel zu viel. Foster auf Downs, der ist ganz schnell vorbei, sucht den Kontakt mit Heinzmann. Seiner Physis heute bislang ganz wenig gemacht hat, kaum nicht eingeblockt, Dennis Heinzmann. Viele Bälle hat liegen lassen, gestealt wurde. Dafür aber drei Würfe hatte und alle drei versenkt hat, da bislang eine perfekte, eine hundertprozentige Trefferquote aus dem Feld, Dennis Heinzmann. Drei Minuten noch. Köln führt mit 9. 78-69. Und auch den macht Downs. Als wäre es mir nichts hier, nichts irgendein Spiel. Den kannst du wirklich in den engen Situationen immer an die Linie hören. Und wieder der schnelle Abschluss für 3. Kuschmann ohne Erfolg. Ob sich Leverkusen damit eingefallen tut, so schnell abzuschließen von draußen. Jedes Ding von Downtown jetzt zu nehmen. Weil es ist noch genug Zeit. 3 Minuten, eine Ewigkeit. 10 Punkte sind nichts bei so einem Spielstand, bei so einer Zeit, die hier noch verbleibt. 3 Minuten. Es wirkt alles etwas überhastet bei den Giants. Und selbst wenn du sowas machst, wenn du dich dafür entscheidest, schnell abzuschließen, schnell die Würfe von draußen zu nehmen, muss viel mehr passieren unter dem Korb, viel besser ausgeboxt werden und es müssen viel mehr Rebounds geholt werden. Technisches Foul für das gegen die Leverkusener geht. Freiwurf und dann Freiwurfseite. Hallo! Willkommen in 2016! Plus 11 aus Sicht der Hausherren. Und 3 Minuten haben wir noch. Downs. Foster. Jackson. Er versucht gegen Kuschmann. Ah, und dann der Flippers vorne. Lennart, Steffen. Da geht schnell. Halben. Auch etwas, was man sehnlich sieht beim Spielmacher der Kölner David Downs, dass er so ausflippt. War mit dem Pfiff gegen ihn überhaupt nicht zufrieden. Hat sich aber ganz schnell wieder in Kontrolle. Und bei Halben fällt da wenig von der Linie. Von 8, gerade mal 50% von der Freiwurflinie. Das ist viel zu wenig. Kuschmann. Kuschmann. Geht seinem eigenen Fehlwurf nach. Das ist gut gemacht. Aber das sind jetzt Dinger, die musst du natürlich machen. In so einer engen Phase des Spiels, wenn du da so frei zum Korb kommst. Konsequenter zum Korb gehen.
Ding da reinmachen wollen. Cushman, einer mit der besten Freiwurftrefferquote im Team bei den Giants. Über 80% haut der von der Freiwurflinie rein. Das ist ein astreiner Wert. Ist damit ganz vorne. Downs. Kim Jackson. Schnell und dann with authority. Kim Jackson. Da oben wächst heute Abend kein Gras mehr nach dem Dunking. Was ein Statement. Unglaublich. Der Topscorer bei den Rheinstars. 22 Punkte. Damit ist er im Moment gleich auf mit dem Point Guard. Der Kölner David Downs. Wahnsinn. Das geht jetzt schnell abzuhaken für die Leverkusener. Und die Kölner machen das geschickt. Sie fahren genau den richtigen Mann mit Halvin, der so viel liegen lässt von der Freiburg-Linie. Mittlerweile geht seine Trefferquote, das ist unterirdisch. Die faulen den richtigen Mann. Das ist taktisch, geht die Rechnung hier vom Coach Voltmann bislang sehr, sehr gut auf. Jemand, der Basketball lebt, der so akribisch daran arbeitet, sein Team mit jedem Spiel besser zu machen. Jones, was hat der für eine breite Brust? Der Ben Dreier, Jackson, ah, und das war ein bisschen fahrlässig. Brandon auf der anderen Seite. Ja, das sind einfache Punkte. Einmal wischen bitte. Outside, Rheinstars, Köln. Das war gut gemacht. Und kurz vor Ende gibt es von uns, zeigen wir euch nochmal ein schönes Video. Auf jeden Fall auch was mit Sport. Ich denke, Fußball würde ich sagen. Astronaut, weil man die Erde von einem ganz anderen Blickwinkel sehen kann. I say I'd be a comedian, because I like to make people laugh. I don't try to, but be wealth management, because that's what I studied. Ich habe gar keine Gedanken drüber gemacht. Eine Schiffsschaukel auf der Kirmes? Nee, auch nicht. Lehrer auf Beamtenstatus. Kann nicht gefeuert werden, kann Kinder ärgern. Es wird Zeit. Es wird Zeit für die Giants aus Leverkusen, hier diesen 9-Punkte-Rückstand in gut anderthalb Minuten noch rückgängig zu machen. Jetzt musst du so langsam die Zeit im Auge behalten. Jetzt schnell abschließen. Und gucken, dass du die Zeit irgendwie auf deine Seite bekommst. Denn das wird eng. Das Momentum ist bei den Kölnern, die sich im vierten Viertel auf jeden Fall noch mal gesteigert haben, das gut zu Ende spielen. Und Leverkusen macht das bislang nicht gut. Sie faulen den Falschen. Wenn David Downs an die Linie kommt, dann sieht es schlecht aus. Yeah. Nummer 5, erstes Foul bei Köln. Aber noch ist die Mannschaftsvorgrenze bei den Leverkusen nicht erreicht. Beim nächsten wäre es dann soweit. Beim fünften, dann kommen die Kölner sofort an die Linie. Downs. Und Steffen Jones. Downs. Spielen Sie die Zeit, haben Sie die Zeit. Sie spielen die Zeit jetzt runter. Die läuft für die Kölner. Und Downs, oh, stark. Jones danach selbst. Mit Hacksheben nach oben. Was für eine Hangtime. Und dann tippt er den Ball hin. Das ist ganz stark gemacht. Halben. Überall Kölner. Die Leverkusener kriegen den Ball.
Ball jetzt nicht unter Kontrolle, das müsste schneller gehen, da musst du auch wacher sein beim Rebound. Und jetzt kommt die fünfte Foul, das ist der Mannschaftsfoul, damit schicken sie David Downs an die Linie und haben sich, um das mal hier in aller Klarheit zu sagen, den Falschen ausgesucht. Denn wenn ich jemanden als Gegner jetzt in diesem Moment des Spiels nicht an der Linie haben möchte, dann ist das David Downs. Jemand, der so sicher heute ausgeführt hat, der so sicher unter Drucksituationen ausführt und auch immer wieder trifft. 100% von der Freiwurflinie, hat bislang alle 8 Freiwürfe gemacht. Das sind Spitzenwerte. Neun von 9 Freiwürfen. Der Point Guard, der Kölner, der viertbeste Assistgeber der Liga, David Downs. 10 von 10. Und das, 13 Punkte Vorsprung, das wird jetzt ganz, ganz eng für die Leverkusener. Eine Minute vor Ende des Spiels. Da müssen jetzt schon sehr, sehr viele Dreier sehr, sehr schnell fallen. Kämpfer. Halben. Boah, wie lange steht der in der Luft? Aber auch das bringt im Moment nicht den erwünschten Erfolg. Bei beiden Teams die Mannschaft Vorgrenze erreicht und kommt. Kämpfer an die Linie, Roderick Kämpfer. Der ist sein drittes Spiel für die Giants. Macht und sehr, mir sehr, sehr gut fällt. Jemand sehr, sehr auffälliges, sehr, sehr, sehr präsent, immer anspielbar. 14 Punkte bislang. 15 Punkte. Ist damit der zweitbeste Scorer in Reihen der Giants. Bing. Jones, Okara. Vatterfelde. Die machen das jetzt gut, die Leverkusener. Die müssen den Druck auf den Ball führen und natürlich erhöhen. Aber das kommt zu spät. So knapp vor Ende des Spiels. 25 Sekunden haben wir noch. Okara. Super durchgesteckt auf Vatterfelde. Was der junge Spieler für eine Übersicht hat. Er kriegt nicht wenige Minuten, der 17-jährige Okara. Aber jedes Mal, wenn er auf dem Feld steht, dann nutzt er die. Und das ganz hervorragend. Da wächst jemand ganz Großes ran bei den Kölnern. Das Eigengewächs, Leon Okara, sehr, sehr stark. Gefällt mir gut. Und somit, das können wir schon mal festhalten, haben wir nach 3 relativ ausgeglichenen Vierteln, ein viertes Viertel, wo Köln sich absetzt, wo Leverkusen es nicht mehr schafft, die Rebounds zu holen, gerade in der Offensive und ein bisschen auch auseinanderfällt. Das war oft fahrig, das war ein Spiel dann bei den Leverkusen von Einzelaktionen bedingt, was dann letztendlich auch nicht zum Erfolg geführt hat. Spieler wie Heinzmann heute fast unsichtbar, jemand mit 2,16, der kaum stattgefunden hat bei den Rebounds. Und Köln startet nach Maß ins neue Jahr 2016 mit dem ersten Sieg in der Rückrunde.